So, hallöchen mit willkommen zum großen Rennen hier auf Project Cars und so, ne? Wir fahren einfach mal und ich muss ein paar Sachen ausblenden, weil viele zu viele Sachen eingeblendet sind. Und genau, ich wollte Anmoderation machen, habe aber vergessen, dass ich Anmoderation mache. Ja, du hast voll vergessen, dass du Anmoderation machst. Ja, ich muss fahren und muss Interfaces und Anmoderation machen. Was denn? Das Interface? Ja, ich muss die ganzen Interfaces ausblenden, scheiße. Was macht denn das Face von dem Inder? Ja, das ist mir im Weg. Ja, mir sind die ganzen KI-Menschen hier im Weg. Boah, die KI Inder, Alter! Julian. Da ist Jan Klaas Grefe. Du! So, ich hab erstmal einen Bist weggebrochen. Bist du schon Dritter, oder was? Ja. Oh. Ey, jetzt hab ich Druck. Jetzt hab ich Druck! Ach, ich will nicht wissen, wo du Druck hast, Carsten, aber ist okay. Beruhig dich, Carsten. Er ist keine Gefahr. Hallo, Carsten. Hallo. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Tank und so alles richtig eingestellt habe. Wenn nee, ich auch nicht, aber ich habe nachtanken gesagt. Macht die KI eigentlich auch einen Boxenstopp, habe ich schon mal gefragt. Ja, oder? Macht sie. Ja. Machen alle KIs einen Boxenstopp? Ja. Wirklich? Ja. Ja. Aua! Komm, das mal auf dich. Scheiß Typ hier, der mich gerammt hat hier. Nein! Was war denn das für ein KI-Idiot? Ja, mich hat auch gerade so ein KI-Idiot gerammt. Wahrscheinlich war das der Tank. Hallo, ey, Julian. Hallo, du bist direkt hier? Ja, ich bin schlecht. Ah ja, stimmt, da steht's ja, IA, ja. Ja, da steht's ja. Da steht's. Ja, ja, da steht's. Irgendjemand muss ja auch das Leitplan benutzen können hier, oder? Ja. Nein, kann ich nicht, ich hab's verstanden, Spiel ist okay. Den benutzen. Guck mal, da ist er schon direkt hinter mir, ey, der kleine Scheißer. Oh, Carsten, was machst du? Oh, fuck. Was sagst du das denn war, glaube ich, ein bisschen das Dickkörb. Sagt man nicht. Glaub's auch. Du kommst hier nicht vorbei. Nein. Noch nicht. Muss ich mir die ganze Bei meinem nächsten Fehler, dann ja, aber jetzt nicht. Was sagst du, Josh? Jetzt muss ich mir die ganzen Noobs hier hinten rumschlagen. Ich bin sogar noch hinter dir jetzt. Oh. Okay, das war jetzt aber optimistisch da, ne? Warst ein bisschen schnell unterwegs. Ich bin gerne optimistisch, weißt du ja. Weiß ich das? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich muss ja irgendwie wieder von dir wegkommen hier, weißt du? Ach so, dann schummelt man. Mhm. Nee, das ist doch kein Schummeln. Doch, Streckenbegrenzung. Fuck! Ja, die war doch noch im grünen Bereich. Oder bin ich schon drüber gewesen? Du warst mit allen vier Rädern hinter der weißen Linie. Ja, aber der grüne Bereich ist ja erlaubt. Disqualifiziert. Nee, weiße Linie gibt die Streckenbegrenzung an. Nein. Kann nicht sein, weil du musst bei. Manchmal geht sogar die Ideallinie über die Curbs drüber und die da ist hinter der weißen Linie. Die grünen Bereiche sind ja freigegeben, ne? Eigentlich nicht. Wusstest du das etwas nicht? Wusstest du etwas nicht? Ja, komisch. Ne, die grünen Bereiche, die. Der sagt ja aber noch nicht, dass die Zeit ungültig ist, also sind die gut. Grünen Bereiche sind lieb. Ich bin schlecht, ich bin letzter. Och, Yoshi. Jaffe! Was, bist du sogar hinterm Yatak? Ja. Oh, das ist echt schlecht. Der Yatak ist 21. Das geht ja mal gar nicht. Also heute ist das echt schlecht, weil heute fahre ich nämlich mit diesem Billo-Lenkrad hier. Dann ist das echt schlecht. Och Mann, jetzt bin ich echt piss. Alter, du scheiß KI, warum bockst du mich hier weg? Ich box dich gleich, huh? Ja, gut. Die sind manchmal schon ein bisschen, Boxt der mich hier voll aus der Kurve raus? Bisschen aggro, aber ich bin auch gerade aggro. Gar nicht gut für meine Reifen gerade, was ich hier so tue. Ich bin gerade ein bisschen sehr stark pisst. Warum? Weil der Jörg einen Fahrfehler gemacht hat. Einen? So. Ein paar Fahrfehler gemacht hat. Einen? Ich wollte nicht sagen, dass du nur Scheiße gefahren bist, weil sonst wär's auch beleidigt gewesen. Ich bin eh schon pisst, da kann ich eh nichts mehr machen. Och Mann. Oh, machen wir einmachen jetzt. So pisst wie ich gerade gewesen sei, kannst du gar nicht sein. Carsten, ich bin letzter. Ja, aber Carsten hat eine 2:22er Zeit aufgeben müssen. Ja, das, ja, das ist First World Problems. Das sind First World Problems, die Carsten hat. Vor allem, Chakoti sagt, ich kann der Session leider nicht mehr beitreten. Das war ja im Off, ne? Und Carsten so. Hallo Carsten. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich hab mich verbremst. Könnt ihr mal auf mich warten? Nein. Nein. Ey, damit haben wir zu viele schlechte Erfahrungen gemacht.
Aber was? Waterloo. Waterloo. Ich fühle mich so schlecht. Waterloo. Entschuldigung. Alter, da sitzt er mir im Rückspiegel und singt. Muss den Andi hier ersetzen? Geht ja mal gar nicht los. Jetzt bin ich vor dem Jahrtag. Ui, toll. Das war jetzt scheiße. Alter, ja, ich hab's dir auch noch nachgemacht und der hat mich fast gedreht. So. Ja, die Stelle ist echt... Kann ich auch, ihr Bitches. Ganz schön gefährlich. Was können wir denn, Bitches? Sich, ja. Ram, der attackt ja die Bitches am Start. Jo. Ah, nein, ja, hätte nein, er nein. Gerne. Und nochmal nein. Ey, nein. Wenn du mehrere Hündinnen hast, dann hast du wirklich Bitches am Start. Gut, dass ich nur den Oscar habe. Jetzt, wenn du jetzt zwei Hündinnen hättest, dann könntest du sagen, ich habe die Bitches am Start hier. Yo, Digga. Yo, Digga, fahr ich voll die Bitches am Start. Ui. Wir konzentrieren uns gerade, merke ich. Ja, ne, total, wir sind voll gar nicht am Reden hier und so. Nee, irgendwie gerade nicht, aber das kennen die ja, Leute, die Rennspiele gucken, die kennen das so. Oh. Ja, aber nicht Leute, die um sie gucken. Die Leute, die bei uns Videos gucken, die kennen das eigentlich nicht. Nee, eben. Also ein paar Rennspiele-Zuschauer habe ich ja bei mir durchaus auch. Ja, ich auch, die haben dann viel mehr Ahnung als ich, da komme ich mir immer so richtig blöd vor. Echt? Schreiben die Kommentare da gibt's rein dann aber so? Die Leute, die nette Kommentare, so hilfreiche Kommentare schreiben. Da gibt's dann Leute, die, ey, du bist voll scheiße, mach das so und so schreiben. Ja, das pisst mich zum Beispiel an. Echt? So nach dem Motto, ey, du so bist Leute voll, hast du? Ja. Hast du mal eine Menge an Zuschauern gesehen, die ja, du ist. Hast eine Menge an Zuschauern. Ich will auch so eine Menge an Zuschauern. Nee, krass, das ich willst auch. Du nicht. Da kommen nur Probleme mit. Das ist, echt das gar ist, nicht du wahr. Hast viele Zuschauer, du willst wenige haben, du hast wenige Zuschauer, du willst viele haben. Das ist wie mit Fame sein. Fame? Ja, du bist Fame, du willst nicht Fame sein und du bist nicht Fame, du willst ein Leben eines cool. Fame führen. Vielleicht hat man gerade meine Mutter gehört. Die nee, hab ich nicht. Reinspaziert. Wieder verbremst. Danke. Jo, hallo, erstmal, Junge, willst du ein bisschen Apfel haben? Nee. Hallo, Carsten. Genau, bitte, bist du. Ey, du bist ein Typ, ey. Ich bin immer ein bisschen spät auf der Bremse, es tut mir leid. Ja, ich merke das schon. Kann ich die eigentlich auch alle überholen oder ist die Wahrscheinlichkeit gering, wenn man 20. ist? Du kannst sie auch alle überholen. Dafür kann ich dir hier in Orange schön Druck machen, ja, und hoffen, dass du dann Fehler machst. Ja, ja. Ich mach dir gleich auch mal einen orangen Fehler hier. Hoppala. Und Druck und so. Oh, selber gedruckt. Gedruckt. Ihr selber Druck gedruckt. Ist in Bearbeitung. Oh Gott, ey, ich bin 26. Ey, das ist nämlich für mich so schlecht. Das war ich auch schon mal, das geht. Ja, aber ich werd's nicht mehr rausholen. Ich bin Zweiter. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ui, toll. Ui, Luxus. Hätte ich mal ein vernünftiges Lenkrad, wäre ich das auch. Ja, ja. Ja, das ist echt, also damit ist wirklich, damit steht und fällt es, ne? Also ich hatte das ja beim letzten Rennen ja auch diese Carsten. Probleme. Lenkrad. Warum bremsen die eigentlich alle, oder ist eine Kurve? Ist so ein Hinweis auf eine Kurve, dass die Leute bremsen. Da kommt eine Schikane oder so. Ich fühle mich schikaniert. Schikaniert? Boah, das ist so anstrengend. Ja, die Strecke ist halt ein bisschen anspruchsvoller, ne? Ja, ist nichts für mich, habt ihr gemerkt. Die Ardennen-Achterbahn ist das. Die was? Die Ardennen-Achterbahn. Ach ja. Warum ist meine Leitplanke auf einmal weggefahren? Weil es zu langsam ist. Die scheiß Leitplanke, die. Kann doch nicht sein, sowas, ne? Ich hab den extra dafür bezahlt. Den hab ich nicht. Eine Leitplanke ist weggefahren. Das ist gut. Habt ihr das Problem noch nie gehabt? Jetzt hab ich einen Fehler gemacht, jetzt ist der Carsten weg. Ja, aber ich kann ja auch noch Fehler machen, ne? Nee, der Carsten macht sowas nicht. Wie viele Minütchen haben wir denn noch auf dem Tacho? 15? 20. 20? Doch noch so viel. Es ist so deprimiert irgendwie. Das Qualifying ist zu kurz und das Rennen ist zu lang. Ja, also machen wir das Qualifying 25 Minuten, das Rennen 25 Minuten. Nee, wir machen einfach das Qualifying 50 Minuten und das Rennen 20 Minuten. 50 Minuten Qualifying, hast du die Software? Wir können auch beides 30 Minuten machen. Nee, das ist zu lang. Kann man auch, ja. Nee, das ist zu lang. Ich will nicht wissen, was sonst noch zu lang ist, aber das Rennen ist es eben gerade schon. Alter Schwede.
Darf ich eigentlich die einfach durch die Schikane durch überholen? Also einmal durchfahren durch die Schikane oder nicht so? Ah. Wenn ich jetzt disqualifiziert? Wie? Nee, das nicht, aber... Es ist unsozial. Ja, aber da hinten kannst du das machen. Wenn du einen von uns so überholst, das ist doof. Das ist, ja, aber so die KI, da darf ich das. Genau. Carsten, mach mal einen Fehler. Die Typen sind wie Steine. Die kriegst du nicht weg. Meinen richtigen Fehler. Doch, die kriegst du weggerammt. Ne. Muss nur ein schwereres Auto fahren, nicht so ein Audi. Ja, Entschuldigung, dass ich ein Leichtbauauto fahre. Ich fahre gut. Am Arsch. Dein Tempo am Arsch verlangsamt sich. Was ich am Arsch verlangsamt wird. Sich das? Ja. Mein Spotter hat mir gerade gesagt, du machst da draußen ein paar Fehler. Ja, nein, hat er gesagt, mein Tempo verlangsamt sich. Mir hat er gerade gar nichts gesagt, bei mir ist er schon am Herzinfarkt gestorben. Fuck. Danke für den netten Hinweis, ne? Hätte ich nicht selbst gemerkt. Was, wenn man Fehler macht, dann verlangsamt man sich. Boah, ist das anstrengend. Oh, das shit. Das stimmt allerdings. Und das Problem ist, ich bremse die ganze Zeit irgendwie zu spät, dann fahre ich doch mitten durch. Die Frage ist, ob das rentabel ist oder nicht. Ah, fuck die. Erstens, sonst kommen wir die ganzen Rennspiel-Zuschauer und meckern dann rum, dass ich voll blöd fahre und so. Oh, ich bin so mit Abstand letzter. Ja, ich Julian, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kann mit dir mitfühlen. Du hast aber wieder aufgeholt. Ja, ich war trotzdem mal letzter. Ich werde nicht mehr was anderes als letzter sein. Oh, willst komm. Keks? Bis auf nächstes Schaffst Rennen. Schaffst du. Nächstes Rennen, da werde ich hier... Da versägt uns alle. Ich werde es euch allen zeigen. Was willst du uns zeigen? So wie ich letztes Rennen euch auch schon gezeigt habe. Kommt immer auf die Tagesform an. Also ich werde mir da auch nicht so sehen. Ich glaube, hier ist ja einiges offen bei uns. Einiges. Da kann sich schon noch vieles verändern. Der Mund ist auch die ganze Zeit offen. Das ist aber normal. Ja, pass auf, dass hier keine Fliege reinfliegt. Nee. Nee, ich hab den Windschutzscheibe, die ist noch nicht kaputt. Windschutzscheibe vor dem Mund? Ja, quasi fast direkt. Sowas wie ein Popschutz. Ey, was bremst denn der so arg? Idiot. Idiot. Fuck. Idiot. Fuck. Kacktyp. Ah, der James kommt wieder ran. Nee, irgendwie nicht. Es hält sich so bei 5,9, 6 Sekunden. Egal wie scheiße ich fahre, ich komme nicht an euch ran. Du musst ja auch gut fahren. Frei nach dem Motto, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz, ne? Ach, Mann. Komm, ey. Ist gleich vorbei, Josh, ist gleich vorbei. Nee, noch lange nicht. Ja, eine Viertelstunde haben wir doch noch. Ich fühle mich so als so. 16 Minuten. Der Cast das letzte Mal. Der Cast das letzte Mal auch. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. 17 so viel Minuten haben wir gerade. So, ja, ne, das ist echt ja, so. Das ist echt so richtig so im Mittelfeld, wenn dich jeder rammt und du. Boah. Ja, besonders das Geile war bei mir auch so, da hat ein Fehler nach dem anderen dann bei mir. Eben. Also, du, Karl, du fährst nicht mehr konzentriert, weil du irgendwie schnell fahren willst und dann geht's schief. Also das ist bei mir genau das ist es ja. Bei mir nee, gibt's so dieses Mal eine langweilige Session mit unsauberem Rennen. Also dein letztes Rennen bestellen. Julian, der letztes Rennen war auch nicht viel spannender, wo du die ganze Zeit alleine für dich rumgefahren bist. Ist aber jetzt auch nein! Oh, cool, mein Lenkrad ist wieder ausgegangen. Ach du Scheiße, das ist ja geil. Warum ist eigentlich eine Taste auf dem Lenkrad automatisch konfiguriert, die ein Menü aufruft? Das ist ziemlich doof. Alle halbe Stunde geht dieses verkackte Lenkrad aus. Dabei mache ich doch ständig Eingaben hier. Ach, das ist jetzt, weil das sich ausschaltet? Oder ich dachte, die Batterie wäre schon wieder alle. Nee, das schaltet sich aus, weil das Lenken wohl keine ich Eingaben für das Lenkrad ist. Ich schalte den da vorne auch gerade aus. Ich schalte den da vorne auch gerade aus. War zumindest mein Ziel, bin ich zwei Plätze weiter hinten. Mann. Jetzt ist egal, auch so ein ich überstehe die paar Minuten noch. Ja. Merk gerade so ein bisschen die Reifen lassen nach. Ja, ich suche jetzt einfach mal den Boxenstopp auf, wenn ich ihn finde. Mach das bei der Hälfte der Zeit, mache ich das. Ja, ist jetzt Hälfte. Ist jetzt gleich, Julian. Ja, danach die Runde. Ich mach's danach die Runde. Ist gleich die Hälfte. Komm, die anderen haben alle noch gar keinen Boxenstopp gemacht, die KI. Die
werden auch, glaube ich, gerne machen. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Wieso machen die doch natürlich nicht? Der Code hat mir versichert, dass die KI-Box einen Stopp macht. Ja, die machen ja auch einen. Bist du dir sicher? Ja. Schwörst du's? Haben sie beim letzten Mal doch auch. Oh, das ist eine wissenschaftliche Studie in einer von einem Fällen. Ich schwör. Bei dem Tod deines Hundes. Mach das, ich schwör voll auf deinen Namen. Das ist noch nicht allzu lange her, Carsten. Ja, Entschuldigung. Nee, ist kein Problem. Auf den Namen deiner Mama hier, schwör, den Namen ey, voll. Mama. Ja, ich schwör. Deine Mutter. Ich schwör auf deine Mutter, warte. Junge, ich schwör, warte mal, ich will mit dir fahren. Willst du mit mir fahren? Ja, nein, vielleicht. Nein. Was, du willst nicht mit... Boah. Das hätte, also, nee. Weißt du warum? Weil du dann wieder meckerst, wenn ich dich aus Versehen berühren sollte. Ja, jetzt nicht mehr. Wo berührst du mich aus dann? Versehen. Ihr steht doch auf Berührungen. Von Frauen, ja. Jetzt habe ich mich doch glatt verschluckt, ey. Oh. Wie der Chikoten, nur du hast es direkt rausgehustet. Chikoten hat noch eine halbe Stunde drumherum geredet. Ja, weil ich Entschuldigung. Genau. Ich fand die Stelle süß. Ich fand die auch witzig. Süß? Ja, irgendwie so richtig süß. Eine Minute irgendwie. Lang Husterei und gequältes Reden von Chikoten. Weißt du, so richtig so nach dem Motto, Mami, ich muss jetzt professionell wirken. Ja. So, ich muss das jetzt so biegen, dass das so wirkt, als ob ich ein guter Sprecher wäre. Mhm. So Live-Moderator, ich kann jetzt nicht irgendwie... Verzeihung, Entschuldigung, hoppala. Übrigens habe ich, ich will ja jetzt nichts sagen, aber die 22 wieder geschafft hier. Angeberer. Und das während dem Rennen, so ein Pisser. Während des Rennens schafft der Kahauer. Warum zählt eigentlich die erste Runde nach einem Boxenstopp, also im Qualifying nicht? Einführungsrunde. Ja, aber warum? Ich möchte gerne, dass ja, die sofort die würdest du, ja, aber das Problem, die würde dir ja nichts bringen. Doch. Natürlich. Davon mal ab. Weil hier ist die Hier ist die Box ja vor dem Startteil. Ja, hier wird gezählt, bevor du startest. Andersrum. Hier wird geboxt, bevor ja, aber so bevor langsam, wie du aus der Box rausfährst, was soll dir das denn bringen? Doch, da kann ich schon beschleunigen. Also ich bin schon im fünften Gang auf ordentliche Geschwindigkeit, wenn ich durch das aus der Box rauskomme und dann durch das Startzielding fahre. Mhm. Weißt du, kann ich auch einfach mitzählen, einfach aus Prinzip. Ich fahre jetzt in die Box. So. Kann auch immer noch entscheiden, nee, die will ich nicht die Zeit. Ich bin gerade aus der Box rausgefahren. Ja, ich war auch schon in der Box. Ihr wart schon alle in der Box, so, oder was? Ich fahr jetzt ja. In die Box. Die so jetzt haben die Sausäcke meine Reifen nicht gewechselt. Fuck. Ja, meine schon. Also meine wechseln jetzt. Das ist deine Meinung. Hallo Julian. Hallo. ZF. Aber soll ich mal was sagen? Ist mir gerade scheißegal. Hey, WDK, ihr macht jetzt keinen Boxenstopp, weil mich echt pisst. Doch, die machen den Boxenstopp. Die machen den wahrscheinlich nur später als wir. Aber das macht doch gar keinen Sinn, weil dann fährst du ja mit den neuen Reifen gar nicht so lang. Runde Siebel. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Doch. Hab ich ja beim letzten Mal ausprobiert. Ich finde das blöd. Der Josh findet das blöd. Nee, aber die fahren wahrscheinlich mit 60 Liter. Darum ja, fahren die ja später an die Box. An die Box? Ja, an die Box. Da fahre ich aber lieber zweimal mit wenig mittelmäßig viel Benzin, weil ich dann leichter bin und schneller fahre. Mit wenig mittelmäßig viel? Ja, aber du musst ja deinen Boxenstopp dann rausfahren. Also wenn ihr ja, zweimal aber dann die Box jeder willst. Macht, ist das egal. Ja, gut. Wenn ihn jeder macht, hat jeder die Verzögerung drin. Also für den ist das egal. Das stimmt. Aber im Real Life gibt es ja auch dann zum Beispiel, wie in der Formel 1, halt die Möglichkeit, mehrere Stops zu machen. Ne? Da musst du natürlich genau rechnen, wie schnell du bist und so. Ne? Ja, aber hier ist das anders. Genau, hier ist anders. Hier ist nicht Real Life und hier bin ich. Warum? Real bin ich jetzt Life, so weit jo, weg Real vom Life. Rest? Voll real. Alter, du bist hier voll alleine. Boah, ich bin voll langsam geworden, ey. Ich werde nicht mal mehr. Na, lass die Reifen nach. Josh, bist du 25. Ja. Hi. Hallo. Willkommen.
bei den anderen. Ja, die KI soll auch mal Boxenstopp machen. So viel wie so schlecht hier. Ich fühle mich eh schon schlecht. Ja, du musst dich nicht schlecht fühlen. Aber warum ist Josh ja, genauso scheiße wie ich? Weil ich schlecht bin. Einfach. Bist du sonst doch nicht so? Ja doch, ich... Bist du sympathisierend schlecht? Ne, ja genau. Ja, aber sobald ich im Mittelfeld starte, ich habe Anmoderation gemacht und dann habe ich komplett das Gehör abgeschaltet. Da war die Konzentration weg. Du bist aber nicht rückwärts gefahren. Ich mache jetzt nie wieder Anmoderation. So, die könnt ihr jetzt alle immer machen. Ist mir egal. Na gut. Halt, ich möchte das nicht. Josh, du hast einfach nur zu lange geredet. Ja, das stimmt auch, aber ist egal. Das muss ja keiner wissen. Doch, alle wissen es, alle. Ah ja, aber ja, die haben jetzt so noch knapp die Leute, 10 Minuten Maschine, macht kein Schwein von denen noch einen Boxenstopp. Doch. Mach mal nicht die Pferdescheu hier. Oh cool, ich habe gerade eine rote Zeit bekommen. Ey, die Zeiten, das Zeitsystem da oben, das ist wie so ein Rebus-System im Bus. Machst du einmal was falsch, bekommst du direkt ein rotes Lämpchen. Ja. Wie zum Beispiel vorzufinden, nur das Back-Addon. Nur das. Kaufen wo ist eigentlich die Boxeneinfahrt, mal blöd gefragt? Bei der Schikane einfach in rechts abbiegen und dann geradeaus. Also, okay. In der ganz scharfen Kurve irgendwann mal rechts raus. So, Spiel, du dürftest jetzt das Licht anschalten. Achso, vielleicht hätte ich den erstmal anmelden sollen, ne? Ja. Scheiße, ich hab den auch nicht angemeldet. Echt, ich hab den auch nicht angemeldet. Ich meine schon. Ich nicht. Müssen wir dann gleich nochmal einen Boxenstopp machen? Nee, aber du hast es länger gebraucht. Oh, die KI hat sich nicht Zeit verloren. Hätte ich den jetzt schon machen? Hä? Ja, du hast nur noch 8 Minuten, du solltest den jetzt schon machen. Nee, aber warum steht denn da jetzt Runde 9? Hä? Weil ich auch Runde 9 bin. Ich bin ja, auch aber Runde 9. Ich will den ja erst in der nächsten Runde machen. Ja, zu spät. Komisch. Du musst den jetzt machen, Carsten. Fahr raus. Warum habe ich jetzt so rote... Ist ja, bei rote Zeiten sind es eigentlich relativ egal. Ja, das Licht ist angegangen. Guck mal, braucht man sich nicht drum kümmern, ist ja auch schön. Das Licht ich habe meinen selbst angemacht. Gegangen. Wann fährt die KI eigentlich mal in die Box? Gar nicht. Die letzten drei Runden immer wieder vom Josh. Wann machen wann die mal einen Boxenstopp? Wann fahren die in die Box? Chikoten immer, kommt noch. Chikoten, stell mal Pflichtboxenstopp ein. Ja, ich guck beim nächsten Mal. Sonst mach ich auch keinen Boxenstopp, ganz ehrlich. Weil sonst bei einer halben Stunde brauche ich den eigentlich auch nicht. Reifen gehen noch, also dadurch fahre ich nicht so viel Zeit. Dadurch fahre ich nicht so viel Zeit neu raus, wie das der Boxenshop brauchen würde. Also einen freiwilligen Boxenshop würde ich so viel nicht machen. Ja, aber war das nicht beim letzten Rennen auch so, dass sie dann Stopp gemacht haben? Ja, aber die beim letzten Rennen haben sie gestoppt. Geboxenshop? Ja. Ja, ha. Boah, ich kann nicht Auto fahren. Im zweiten Sektor ist im Moment Blindflug angesagt. Ihr Sektor. Achso, dunkel. Warum? Nee, weil die Sonne da so ja, niedrig also steht, dass sie blendet. Hä, warum ich hab die Sonnenblende runtergeklappt. Vor allem, weil der Wagen ja eine hat. Ja, habe ich mir extra einbauen lassen. Ach so. Kastensche Sonnenblende hier. Ja. Ist wahrscheinlich nur ein Fernseher drin, oder? Ja, genau. Ein Bierhalter. Obwohl, in der Corvette ist ja nur ein Fernseher drin, ne? In der Wette? In der Corvette. Wir gucken uns mal gerade den Wagen von außen an, weil er von außen so geil aussieht. Oh, sehr, sehr geil. Boah, Alter. Nee, so. Alter hat den nicht gebaut. Ne. So, sind wir jetzt? Jo, wir sind jetzt gleich fertig, oder? Ja, und schlecht, weil die KI keinen Boxenstopp gemacht hat. Das finde ich nicht in Ordnung. Josh, das kommt noch. Ja, Josh, das kommt noch. Wie viel Zeit haben wir denn auf der Uhr? Machen die in der letzten Sekunde? Machen die dann Boxenstopp oder was? Kann sein. Nee, machen wir gar keinen. Blöd genug ist die KI. Ja, wieso blöd? Die sind doch besser als wir. Ja, vor allem besser als wir beiden, Julian. Ja. Du bist auch 25. oder? Ja. Du bist auch 25, genau. Du bist 25. Ja, wir sind beide 25. Im Herzen sind wir beide 25. Ich bin 26. ja. Hm. Ich bin dafür, dass wir die KI etwas runterstellen. Hallo. Könnte mal fertig werden hier? Meine Fresse, ey. Ja, ich bin doch gleich da, Carsten. 10. 11.
Drolf da. Der Carsten, der gibt seine ganzen Posis ab und nur weil die scheiß KI nicht in die Box fährt. Der Carsten wieder raus, ja? Schreibt das in die Kommentare unter dem Hashtag James ist schuld. Ja, weil da stand nämlich Pflichtboxenjob. Nein, dann habe ich mich noch gefragt. Die KI würde euch dann bestimmt nicht in die Box fahren, wenn da Pflichtboxenjob Nein steht, weil das würde ich ja dann auch nicht machen. Carsten, wie viel bist du? Elfter. Hinter mir ist Sung Wutak. Sung Wutak. Hallo. Ist er verwandt mit Jatak? Ja. Ja, der Jatak, der macht das Displays auf Chinesisch. Ah, jetzt zickt das Feedback wieder rum. Ach ja, jetzt kannst du still sein. Boah, die macht echt keinen Boxenstopp, das pisst mich jetzt echt an. Wie viel Zeit haben wir denn auf dem Tacho stehen? Das ist jetzt echt voll gemein, ey. Wie viel Zeit haben wir denn noch auf dem Tacho stehen? 4 Minuten. Super. 4,5. Dann schaffe ich jetzt noch eine Runde. Nach dieser Runde. Die macht noch einen Boxenstopp, die macht doch ganz bestimmt einen. Aber es wird schön dunkel. Man merkt, dass der Josh ein bisschen angepisst ist. Ein bisschen? Alter, jetzt habe ich die KI abgedrängt. Hast du die KI oder die dich? Nee, der Christopher Ostwald mich. Ja, verdient. Der Christopher, der Sack. Weißt du, die haben bestimmt die Reifen kaputt. Also nee, du dir nicht erlaubst, in die KI zu fahren. In die Box zu fahren. In die KI zu fahren. Scheiß Audi-Fahrer, ja. Nee, Audi ist gut. Aber wenn du denen nicht erlaubst, in die Box zu fahren, dann können die auch nicht mehr fahren, wenn die Reifen platt sind. So, bin immer noch für den Hashtag James ist schuld. Ja, Hashtag James ist schuld. Schreib's mal in die Kommentare beim James. So, jetzt bewegt dein allgemein Unfug deutscher Ingenieure da vorne mal weg. So. Hör mal, du legst dich da mit Carsten an, wenn du das sagst, ne? Oh, und, was ist das denn jetzt? Und mit mir. Hä? Was denn? Ja, schön, jetzt ist mein Lenkrad auch ausgefallen. Ist total cool, ne? Total geil. Ist geil, oder? Wenn du auf einmal nur noch ganz wenig lenken musst, aber alter Schwede. Diese Runde ist super. Bei allen irgendwie. Für das nächste Mal. Mir auch, das Force Feedback irgendwie total seltsam. Es ist so am Rumrappeln. Nächstes Mal nehme ich die Voraussetzung Dortmund. Ja, bei mir ist das jetzt so, ich brauche nur das Lenkrad anticken. Ticken. Und schupp. Lenkt das Ding. Das ist geil. Ja, nee, nicht wirklich. Also wenn im Prinzip. Wenn man vorher anders gewohnt Prinzip, ist. Was machen wir denn hier? Dem Chakoten ist das Lenkrad ausgefallen. Das Force Feedback halbwegs ausgefallen, also es spackt rum. Und, Nein, jetzt dreh ich doch nicht nochmal rum. Ist das Force Feedback komplett ausgefallen. Ich fahre mit einem Billo-Lenkrad ohne Force-Feedback-Funktion, sondern mit einer Feder. Hatten die Force-Feedback? Ja. Genau, bei Josh funktioniert's, aber Josh und ich sind einfach nur scheiße. Und die KI macht keinen Boxenstopp. Mein linker Scheinwerfer ist kaputt, hat der gesagt. Oh, Mann, komm, ich fahr's auch in die Box. Das kann nicht sein, wir sind echt professionelle Typen hier, echt. Also diesmal läuft echt alles gut. Also das war auch alles erste, super, alles erstes, geil. Weißt du, wir entscheiden uns dazu, alles 2 Wochen zu machen und dann fängt das schon an, fängt das schon an mit scheiß Sessions, wo wir dann nochmal drehen müssen und alle Lenkräder kacke sind. Und wir alle ein bisschen Pisse. Also und wir abkacken und scheiße sehr fahren. Sehr schön, das war meine schnellste Runde. In der Runde habe ich mal mein Licht kaputt gemacht. Boah, coole Runde. Ui, toll. Fährst du nochmal in die Box? Alter, jetzt! Nein. Was ist schneller als Lichtgeschwindigkeit wahrscheinlich? Lass dich doch nicht vorbei. Das hatte ich nämlich gerade so gehofft. Ich lass auch den Invaliden da nicht vorbei. Was? Invalide? Ich komm dir gleich vorbei. Nee, du kriegst mir nicht mehr. Lenkrad-Invalide. Ich. Ja. 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 Tag. Ja, ja. Alter Schwede. Oh. Ey, das gibt es nicht. Da kannst du auf einmal auch echt nicht mehr richtig lenken, ne? Kannst du echt in eine Tonne hauen, ey. Wie viel da bist du denn jetzt, Carsten? Immer noch Elfter. Ich werde auch nicht mehr an die anderen rankommen. Die werden irgendwie. Die fahren gerade vor mir weg. Ach, guck mal, jetzt wird's richtig dunkel. Das finde ich ja richtig geil, ne? Ui, toll. Ja, ist voll geil. Ich finde das cool. Mir ja, ist das auch so sowas geil. Von egal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, aber das sieht so cool aus. Na, hat er recht. Das sieht cool aus. Besonders wenn du deinen Scheinwerferkegel und ja, so. Ja, meine ist aber kaputt. Ach so. Dann fahr mal an die Box. Dann sieht's geil aus. Mein vorderer linker Scheinwerfer ist beschädigt. Ja. Cool, ich drehe mich zum Schluss nochmal. Cool, ne? Ich glaube, ich fahre jetzt das Rennen rückwärts zu Ende.
Das ist wahrscheinlich eh die letzte Runde. Weiß ich, mit Glück kann ich noch eine Runde fahren. Ach, am Arsch, ich nicht mehr. Ich will aber keine Runde mehr fahren. Ich will jetzt. Doch, ich will, dass jetzt vorbei ist. Ich will nicht mehr. Nein. Holt mich hier raus. Ich bin alles voll doof. Josh, holt mich hier raus. Nein, ich krieg keine Runde mehr. Schade. Oh, der Arme. This is the final lap of the race. Try to überholen so ein Vordermann. Und the final lap wird beginnt gerade ziemlich scheiße. Shut the fuck up, you Boxen-Typi. Und wenn ich Pech hab, wird mich hier Shung-Wu tuck, fertig. Tack oder wie auch immer auch noch einholen hier. Ja? Der ja Tack bestimmt auch noch, der holt dich auch noch ein. Nee. Bin 14. Oh. Hör auf zu heulen. Bin 25. Bin 26. Aber Moment mal. Kriegen nicht nur, es kriegen wir müssen das Rennen leider noch mal neu starten. Moment mal, es kriegen doch nur Platz 1 bis. Moment mal. Es kriegen doch nur Platz 1 bis 10 Punkte, oder? Ja. Ja, das heißt, keiner kriegt von uns Punkte. Darum sagte ich ja, wir müssen das leider nochmal neu starten. Das heißt, ich bin immer noch Erster, obwohl ich Letzter bin. Das ist der Hammer, ja. Die zwei schlechtesten, Josh und ich, wir sind immer noch Erster und Zweiter. Josh, high five. Ham. So. Das nächste Mal fahren wir noch eine schwierigere Strecke. Oh, schön. Carsten, wie wär's? Nächstes Mal besser. Mount Panorama. Bratwurst. Ja. Boah, alter Schwede, ey. Oh, das freut mich jetzt gerade ein bisschen. Tut mir leid. Aber kann mir mal einer sagen, warum mitten im Spiel dieses scheiß Lenkrad ausfällt? Ja, meins ist doch auch am Rumzicken gewesen. Kann doch nicht sein, ey. Ach, schön. Ja, der steht. Ja, ich sehe den doch selber, du Arschloch. Da brauchst du mir nicht noch sagen. Was hat er dir gesagt? Da steht ein J-Attack auf der Strecke. Der Typ, der hinter mir ist, der macht gerade ziemlich bodengut, sagt er. Als hätte ich es nicht schon selbst gemerkt, kleiner Scheißer. Bitte lass mich jetzt hier einfach nur ins Ziel fahren und fertig haben. Ja, danke. Ich kann gerade schon chillen. Ah, oh Gott, diese. Ey, was ist das denn jetzt? Ey, da fährt der quer hier über die Dingens. Nee, jetzt drehe ich mich noch. Ey, nee, wenn klar. Ich je wieder diesen Satz. Ich fahr mit Controller, das macht mir nix. Aus meinem Mund rauslasse. Jetzt bin ich doch 12 in der letzten Termin. Runde, ey. Also ich dachte, dann dürfen wir dich hauen oder so. Ja, dann darfst du mich auch gerne hauen. Das ist mir auch egal. Ich notiere mir das, dann habe ich schon einmal gut. Das kann jetzt nicht wahr sein, ey. Leute. Wir sind gut. So, das Rennen ist beendet. Ja, das war dann wohl das Rennen, ne? Und damit würde ich sagen, war's das. Geben uns diese Farce nicht weiter. Bedankt fürs Zuschauen. Ja, aber das sind wir auch selber schuld, weil wegen falsch eingestellt. Wie? Weil wegen falsches Lenkrad. No, das ist ein bisschen böse. Ich könnte Neustart drücken. Halt die Schuhe. Wir haben keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Wir haben ja keine Zeit. So, wir haben schon halt. Warum bin ich überhaupt noch an die Box gefahren? Hätte mir das schon denken können. Ja, dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.